Er denkt an Beat. Du tust, als wärst du ein bisschen schlau. Dazu cool in die Ferne schauen. Juhu, das gefällt den Frauen. Augenblau, alles in allem nur wow. Ich bin Experte in der Szene, kenn mich aus. Alles cool, aber ändere alles nah. Mach Loser zu Winner, damit es sich verkauft. Und dann wow. Puh, ich hab so vieles auf der Seele. Fang so diesen Part an und Menschen werden dir zuhören. Riet mir ein Verkaufsstratege, der neben mir an der Bar stand und wartete auf sein Drink. Er fügte hinzu, er habe 3 Bachelor of Arts und 2 Master in Marketing. Ich sagte mhm und wartete stumm auf die Barkeeperin. Doch die brauchte so ewig, dass er die Gelegenheit beim Schopfe ergriff. Und ein Grinsen machte sich breit in seinem wie fotogeshoppten Gesicht. Hi, bist du nicht Mac? Ist ich so? Ich bin nicht Mac, ist so. Das finde ich lässig, du hast nur mein Interesse. Ich muss dir echt mal sagen, heftig, was du so tust. Ich sag, aha, merci, will mich gerade wegdrehen, tu. Schnell als bekäme ich einen Anruf, ein gefaktes Hallo. Hallo? Er meinte, er selbst sei der Weltmeister im Fake-Anruf. Ich könne ihm nichts vormachen und hier mein Gin Tonic. Er finde übrigens, Dings Bombe. Ich so, du kennst, Dings? Er so, hä? Ich meine den kleinen blonden Gitarrist von den Orsons, Christian Bursch. Ich so, Tristan Brusch. Er so, ist doch Wurst. Ich denk, du Missgeburt. Und sag, du Missgeburt. Es gibt keine Zensur, sowas rutscht immer durch meine Filter durch, Ende des Diskurses. Er meinte, bis er stolperte man über meine Release-Daten. Immer erst nur im Nachhinein an den gestiegenen Suizidraten. Und wenn er dürfe, würde mir dies raten. Kennst du geiles Leben mehr, so ganz simpel. Plus, zeig jedem deine Person. Plus, sei einfach eher normal und weniger sonderbar. Plus, antworte auf jeden Facebook-Kommentar. Plus, aufs Cover müssen deine Augen groß sein. Niemand will dein Kinn sehen und deine Hände und irgendeine blaue Rose. Also, damit's krassen Marktwert erzielt. Plus für the highest chart entry. Just bisschen weniger Soziopathen viel. Bisschen mehr geiles Leben, das Glasperlenspiel, Markus. Das sind meine Promo-Tipps. Im Endeffekt vermeide einfach jede ellenlange Strophe ohne Chorus, wo du nur am Flown bist. Fang einfach damit an, dass du vieles auf der Seele hast. Zuhörertechnisch liebt jeder das. Und dann erwähne nicht, dass du mit mir geredet hast. Sondern nur nicht zu kompliziert und schemenhaft. Eher so easy, sodass es jeder rafft. Nicht am Ende den Anfang erklären, dann sagte er noch irgendwas. Doch klingelte mein Telefon, scheinbar kein Plan, was er noch geredet hat. Hallo? 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 Wow, du tust, als wärst du ein bisschen schlau. Dazu cool in die Ferne schauen. Juhu, das gefällt den Frauen. Augenblau, alles in allem nur wow. Ich bin Experte in der Szene, kenn mich aus. Alles cool, aber ändere alles nah. Mach Loser zu Winner, damit es sich verkauft. Und dann wow, wow, wow. Tilt, mein neues Album, 21. Oktober 2016. Jetzt vorbestellen. Jetzt schon mal Tracks anhören, die es bisher gibt. Get a Jiggy with it. Mari Birdline, Tilt. Also Spotify oder iTunes anzuhören. Sonst guckt euch die Videos an, die es bisher gibt. Road to Tilt. Läuft noch weiter. Ja, ja, wow. Genug Werbung. Über Beat hören von Addings.